Please stay live. Hello, hello, good morning. Ich hoffe, diesmal klappt das. Es ist der zweite Versuch und mein Netzwerk war eben instabil und ich hoffe, jetzt bleibt es stabil. Aber I have something to share. Ich möchte teilen mit dir und ich habe gerade so eine schöne Klarheit und die möchte ich wirklich an dich weitergeben. Und wenn du ein paar Minuten hast, bleib dran. Hör dir das an, weil es dir auch einen Impuls geben könnte, in diese Klarheit einzutunen. Ich habe heute Morgen eine Mini-Micromanagement-Situation gehabt, die auch das Potenzial hätte haben können, mich irgendwie umzupusten oder mich von meiner Klarheit abzubringen oder von meinem Weg. Und das hätte sie sicherlich auch in früheren Versionen von mir, hat sie aber heute überhaupt gar nicht. Also es ging darum, ich habe meine beiden Kleinen irgendwie zur Schule gebracht, die Große war alleine unterwegs im Bus und meldete sich eine halbe Stunde, nachdem ich wieder zu Hause war, sie möchte gerne abgeholt werden. Und ich habe heute tausende Dinge auf dem Plan und habe so Bock darauf gehabt, Montagmorgen, und ich widme mich meinen Projekten und ich mache mega Laser-Focus, concentrated Arbeit irgendwie stundenlang, und ich hatte so Lust darauf und habe schon wirklich gesagt, so mega. Und dann kommt dieser Anruf. Und da hast du natürlich als Mama die Möglichkeit zu sagen, schau mal, hat schon wieder irgendwie nicht geklappt, oder oh, ich bin ausgeliefert, ich muss immer so, ich bin hier, um mich zu kümmern, um zu dienen. Das meine ich gar nicht negativ, sondern ich liebe das ja. Das ist ja wirklich mein Herz. Aber heute war was anderes geplant. Und ich habe das gehört und es war mir so klar in diesem Moment. Ich schaue mir die Situation an, ich hole sie ab, sie wird so genährt und gepäppelt, wie es irgendwie notwendig ist, aber ich weiche von meinem Plan nicht ab. Weil es hat eine Zeit gegeben, da habe ich, und ich weiß, wie vielen Millionen Frauen da draußen es so geht, da habe ich dieses ganze Konzept von Service missverstanden. Ich habe gedacht, es geht darum, rauszugeben, immer so ein bisschen wie so ein Wettrennen gegen irgendeine Macht, die dir sagt, es genügt so nicht. Du musst noch mehr geben. Du musst irgendwie noch mehr reinfüttern. Und das ist ein Wettlauf, den du nicht gewinnen kannst, weil du die ganze Zeit dabei bist, dich auszupowern, die ganze Zeit dabei bist, so in diesem Service nach außen zu sein. Und da geht es nicht nur um Kids, da geht es um Partner, da geht es um Familie, um Freunde, um deine Umgebung. Da geht es aber auch um deine Soul-Klienten. Da geht es wirklich auch um die Beziehungen, die du beruflich in dein Business Connections hast. Wie gibst du raus? Sorgst du dafür, dass du zuerst genährt bist? Und sorgst du dafür, dass es eben keine beunruhigende Macht gibt, gegen die du ankämpfst, dass es eventuell nicht genügen könnte? Dass du beweisen musst, dass es irgendwie reicht und irgendwie noch mehr geben musst? Weil was passiert ist, du gibst aus einem Ort, der nicht genährt ist. Aus einem leeren Glas kannst du nicht schöpfen. Du kannst nicht geben, wenn du selber so depleted bist, so ausgesaugt. Und das ist so eine feine Linie, weil ich habe das ganz, ganz viel beobachtet, auch gerade so in dieser Coaching- und spirituellen Szene. Da gibt's auf der einen Seite die einen, die geben raus und die haben immer so ein bisschen diese Angst, die irgendwie so mitschwingt, dass es eventuell nicht genügen könnte. Und dann kippt es auf einmal und dann hast du diejenigen, die halt krass in ihrem Ego sind. Ich. Was nährt mich? Was gibt mir? Was brauche ich? Was musst du als Klient mir irgendwie füttern? Und das ist natürlich ein totales Sprachrohr des Egos. Das hat überhaupt gar nichts mit Wahrhaftigkeit und mit dem Herzen zu tun. Und beides kann nicht funktionieren. Das eine saugt dich komplett aus, bis du wie so ein leerer Luftballon irgendwie komplett ausgesaugt bist. Und das andere pumpt dich auf in deinem Ego, bis es platzt. Und diese Balance zu finden, zwischen, ich bin so klar, ich habe so eine Laserklarheit und es passieren Dinge im Außen, denen ich nicht ausgeliefert bin, sondern die passieren und ich handle sie. Ich handle sie mit Humbleness, ich handle sie aus meinem Herzen, aber ich handle sie mit absoluter Klarheit. Und, hello, ich wink mal.
Und das, was ich dir heute sagen möchte, diese Klarheit, die kommt, wenn du den Mut hast, mit deinen Schatten, mit deinen unangenehmen Emotionen zu sitzen, einfach da zu sein und die durchzufühlen. Weil, also ich muss so ein bisschen ausholen. Die meisten Leute schaffen es ja nicht, präsent in diesem Moment zu sein. Also wirklich in der Präsenz zu sein. Warum schaffen sie es nicht? Weil sie das Gefühl haben, dieser jetzige Moment und die Realität stellt irgendeine Gefahr für sie dar. Das ist irgendein Gegner quasi, den es zu bekämpfen gilt. Und oh, ich hoffe, ich überlebe den nächsten Moment. Oh Gott, da ist schon wieder das passiert. Oh nein, jetzt muss ich schon wieder dies und das. Und da ist die ganze Zeit so eine innere Unruhe am Wirken, die sagt, du bist hier nicht in Sicherheit. Du bist hier nicht safe. Und dieser jetzige Moment ist im Grunde genommen gar nicht dein Freund und spielt dir gar nicht in die Karten, nährt dich nicht, hält keine Sicherheit für dich, hat keine Klarheit für dich, sondern du musst gegen diesen jetzigen Moment kämpfen und du musst ihn irgendwie überstehen, als ob du die Luft anhältst und sagst so, bitte, bitte, nächster Moment, oh, pf, ich habe es überstanden. Aber dann kommt ja immer wieder der nächste Moment. Und spür mal rein bei dir, weil ganz viele sagen jetzt so, nein, der jetzige Moment stellt für mich überhaupt gar keine Unruhe dar. Aber spür mal wirklich rein. Ist es so, dass wenn Dinge passieren, du irgendwie dein Adrenalinlevel sowieso schon irgendwie so hoch warst und du gesagt hast, ja, das habe ich im Grunde genommen genauso erwartet und jetzt haben wir den Salat oder jetzt haben wir diese Situation. Und dann spür mal für dich rein, an welcher Stelle es sich für dich nicht safe fühlt, genau das zu fühlen. Was ist denn die konkrete Gefahr? Was denkst du denn, was passieren würde, wenn du das fühlen würdest? Weil das, was ich dir sagen kann, was dieses mit deiner Unruhe, mit deinen sticky emotions, mit deinen Schatten, also mit deiner Angst, die du hast, präsent zu sein, das führt zu Klarheit. Das führt zu Empowerment. Das führt zu Mut. Und das führt vor allem zu Wachstum. Das führt dazu, dass du merkst, die Situation ist im Grunde genommen klitzeklein. Und ich bin viel größer. Ich handle es, egal was da kommt. Ich habe neulich den Spruch gehört, Open Eyes, No Fear. Den fand ich so gut. Weil es geht gar nicht darum, jetzt No Fear in Form von, ich habe überhaupt gar keine Angst zu haben, sondern ich bin bewusst. Ich sehe, was da ist. Ich bin nicht abgeschnitten von meiner Realität. Ich bin nicht abgeschnitten von dem, was hier gerade auf der Welt passiert. Ich bin nicht abgeschnitten vom allgemeinen Leid, sondern ich sehe es offenen Auges und ich traue mir zu, dem zu begegnen, mit meiner Präsenz, to rise up, da zu sein. Und ich traue mir zu, dass meine Energie so viel größer ist als egal, was sich gerade präsentiert. Und das führt dazu, dass ich Verantwortung übernehme. Das führt dazu, dass ich nicht Fingerpointing betreibe in Form von, ich kann nichts dafür. Meine Umstände, meine Kinder, mein Partner, meine Situation. Sondern wenn ich mich so groß fühle in meiner Klarheit, dann bin ich auch klar genug zu sagen und ich übernehme die Verantwortung. Responsibility, my ability to response. Die Fesseln sind quasi wie durchgeschnitten und ich habe wieder die Möglichkeit zu responden auf das, was mir entgegengebracht wird. Ich bin also in dem Moment nicht mehr der Manager meiner Umstände und die ganze Zeit dabei, Bälle abzuwehren, sondern ich bin der Schöpfer meiner Realität. Ich bin ruhig. Ich bin nicht reaktiv, sondern ich bin ruhig. Ich werde quasi wie zum Beobachter meiner Situation und wie zum Meister meiner Situation. Und ich treffe eine achtsame Entscheidung. Und bin nicht die ganze Zeit in so einer Reaktivität und ich muss hier reagieren, ich muss da löschen, ich muss hier irgendwie meine Co-Abhängigkeit füttern. Das sind natürlich nicht Dinge, die bewusst ablaufen, aber die passieren. Und ich merke wirklich gerade,
diese absolute Laserklarheit in diesem Bereich, dass ich einfach so spüre, was ansteht als nächstes. Dass ich spüre, die Dinge, die mir begegnen, das sind nicht meine Feinde oder das sind nicht Dinge, die mich irgendwie bedrohen können, die bedrohlich für mich wären. Sondern das sind alles Dinge, anhand deren ich wachsen kann und anhand derer ich committed sein kann, anhand derer ich zeigen kann, was ist denn meine energetische Klarheit, was ist denn meine Ausrichtung, was ist denn mein Mut, auch unangenehmen Dingen mich auszusetzen und Self-Leadership zu übernehmen. Und in dem Moment zu sagen, oh, okay. Das fühlt sich sticky an, aber ich bleibe, ich fühle das durch. Weil die Zeit ist vorbei und ich sage dir das jetzt, es soll gar nicht alles so abgehoben klingen, sondern es ist wirklich, deswegen habe ich auch das Beispiel mit meiner Tochter reingebracht heute Morgen, weil das so relevant ist. Auch für dich. Und ich, es macht so einen enormen Unterschied, wenn du dich den Dingen, die dir eigentlich Angst machen und sowieso schon, wie, was kann ich für ein Beispiel nehmen? Wie so ein Zahnschmerz, bei dem du vielleicht denkst, so, ich habe solche Angst vom Zahnarzt, deswegen gehe ich nicht hin, aber dieser Schmerz ist subtil die ganze Zeit im Hintergrund da. Und der dirigiert eigentlich dein Leben, weil du beginnst irgendwie auf der anderen Seite zu essen, du beginnst irgendwie so Dinge zu vermeiden, du beginnst vielleicht kalte Getränke zu vermeiden. Das ist jetzt einfach ein Beispiel aus der Luft gegriffen, weil du dich dafür entschieden hast, das Thema, das wahre Thema, das du eigentlich zum Zahnarzt müsstest, zu ignorieren. Und deswegen lebst du mit diesem dauerhaften, subtilen Schmerz im Hintergrund. Und genauso ist es, wenn du dir deine Themen nicht angeschaut hast, die schwingen mit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und wenn dann auf einmal etwas kommt, eine Situation kommt, die dir genau in diesen Schmerz reinfüttert, zum Beispiel, du wirst nicht anerkannt von einer Person, der du vielleicht sehr, sehr viel gibst. Und dann flippst du aus und dann sagst du so, ey, wie kann es sein? Und wirst wütend. Aber das wäre ja genauso, als würdest du beim Beispiel mit deinen Zahnschmerzen wütend auf deinen Zahn werden. Es geht doch gar nicht um den Zahn. Dem Zahn ist doch gar kein Vorwurf zu machen. Sondern es geht doch darum, dass du dich dafür entschieden hast, keine Verantwortung zu übernehmen. Es geht doch darum, dass du vielleicht die letzten 30 Wochen irgendetwas unterlassen hast oder irgendetwas getan hast, was zu deinem Thema geführt hat. Und Verantwortung übernehmen wäre, da reinzugehen, das zuzulassen, in dem Beispiel mit dem Zahn zum Zahnarzt zu gehen, in dem Beispiel mit deinen unangenehmen Emotionen zu sagen, bring it on, zeig mir, was da ist. Und ich habe immer so ein Bild vor Augen. Ich finde, das hat so etwas wie so spiritual Lichtkrieger. Wenn man so mutig ist, wirklich da zu bleiben mit diesen Emotionen und die einmal komplett durchzuspüren. Und dann zu merken, diese Emotionen können mir im Grunde genommen gar nichts anhaben. Weil ich in meiner Klarheit energetisch so groß bin. Ich in meiner Präsenz so mächtig bin, dass das Thema auf einmal klitzeklein wird. Und das, was passiert ist, wenn du bereit bist, mit diesem Discomfort in diesem Feuer sitzen zu bleiben, du merkst, dass du befreit bist von diesem Thema, weil dieses Thema dir nichts mehr anhaben kann. Du merkst also, das ist eine Sache, die ich Ewigkeiten mit mir irgendwie mitschleppe und die irgendwie aus dem Hintergrund mein Leben dirigiert. Aber jetzt, wo ich einmal die Klarheit hatte, es mir anzuschauen, merke ich, dieses Thema kann mir überhaupt gar nichts anhaben. Und ich weiß, wie schwierig dieses Thema ist, wirklich dran zu bleiben und diesen Weg auch zu gehen, wenn du ihn alleine gehst. Und deswegen sind Begleitungen auch für mich so non-negotiable. Non-negotiable, mich immer wieder daran erinnern zu lassen, was sind deine Themen? Schau dahin,
Fühl das durch, ich halte dir den Raum, ich bin da. Und vor allem dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, dass der jetzige Moment nichts ist, gegen das du dich irgendwie verteidigen musst, dem du irgendwie ausgeliefert bist, gegen den du kämpfen musst, sondern dass deine Präsenz die Power hat, alles für dich zu regeln, was du gerade in deinem Leben für Themen hast. Deine reine Präsenz. Und dass es an der Zeit ist, Verantwortung zu übernehmen für dich. Dass es an der Zeit ist, nicht mehr zu sagen, ich verschiebe das Ganze auf nächste Woche, nächstes Jahr. Denn die Jahre können so schnell ins Land gehen und irgendwann kommt dieser Moment, an dem es zu spät ist, eine neue Entscheidung zu treffen. Und dafür möchte ich dich sensibilisieren, dass du einfach weißt, ich übernehme diese Verantwortung. Und ich werde am Freitag den 10. und am Samstag den 11. einen Free-Workshop geben, 2 Tage hintereinander, immer jeweils um 19 Uhr. Und da geht es darum, hinzuschauen. Da geht es darum, wirklich hinzugucken, was sind die Themen, die mich bisher in meinem Leben blockieren? Und was darf ich tun oder welche Präsenz darf ich an den Tisch bringen, um diese Energie wieder in Bewegung zu bekommen? Und ich werde demnächst 2 Dinge auch rausbringen, die so unbelievably genial sind, um dich genau auf diesen Weg zu bringen. Wenn du jetzt gerade sagst, so ich bin mir noch unsicher, ich weiß gar nicht, ob ich in so eine One-on-One-Begleitung einsteigen möchte. Ich möchte es dir so einfach machen, zu sagen, aber ich mache mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg und dann wirklich ein Baby-Step nach dem anderen zu spüren, was das mit dir macht. Und warte mal, ich hatte mir hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, diese Ohnmacht, und das ist jetzt wirklich eine harte Pille zu schlucken, aber ich sag's trotzdem. Diese Ohnmacht, die du fühlst, diese There's no way out, ich kann nicht, meine Hände sind gebunden. Es ist wie ein Abo, was du immer wieder erneuerst, was du immer wieder verlängerst. Deine Ohnmacht, die du spürst, ist quasi wie ein Abo, wo du immer wieder sagst, ich bin einverstanden. Du kaufst es dir immer wieder ein. Und es gibt ganz klare und simple Wege, wie du den Weg daraus findest. Und das ist nicht easy in der Umsetzung, aber es ist simpel in der Theorie. Es ist simpel zu begreifen und auch zu fühlen, was damit eigentlich gemeint ist. Und auf einmal ist dieser kleine Shift. Auf einmal ist dieser kleine Shift, wo du wirklich es wagst, in Präsenz mit dem zu sein, was ist, und Verantwortung übernimmst, anstatt dich ohnmächtig zu fühlen. Und mutig genug bist, auch mit den unangenehmen Situationen zu sein und sie durchzufühlen. Und was dann passiert ist, ist Folgendes. Du kommst immer und immer und immer näher an deine wahre Präsenz ran, an deine wahre Essenz, wer du bist in Wahrheit. Und das ist so ungefähr das allergrößte Wunder. Ich sage euch mal, hi, so schön, dass ihr live dabei seid. So viele fragen immer, was ist denn mein Purpose in meinem Leben? Was ist denn mein Purpose? Dein Purpose ist, zu dir zurückzufinden. Und das ist so ungefähr das größte Wunder, was du erleben kannst, wenn du mit dir selber in der Präsenz bist, mit egal, was gerade sich zeigt, nicht mehr im Widerstand bist, sondern Ja sagst. Ja sagst zu dem, was ist. Ja sagst zum Leben. Ja sagst zu dir. Und diese enge Box sprengst, in die du dich reingesetzt hast. Und von der du vielleicht noch nicht mal weißt, dass es sie gibt. Aber gerade am Freitag wird es auch darum gehen, das zu erkennen. Und ich werde dir ein paar Beispiele nennen und du wirst da ganz klar so reinspüren und sagen so, okay, so fühle ich mich auch. Oder hey, das betrifft mich eventuell. Und allein ein Bewusstsein dafür zu bekommen, das ist so ein immens wichtiger Schritt. Und dann den Mut zu haben, diese Verantwortung zu übernehmen. Zu sagen, ich gehe da weiter rein und ich spüre mal, was das mit mir macht. Und dann wirklich, du musst überhaupt nicht wissen, was sich am Gipfel befindet.
Weil es gibt diesen Gipfel gar nicht. Es gibt gar nicht dein Endziel. Es gibt gar nicht diesen Zustand von so und ab jetzt habe ich nie wieder unangenehme Emotionen. Sondern es gibt nur deinen Weg. Und es gibt deinen Weg, wirklich deinen Fokus zu öffnen, conscious zu werden, bewusst zu werden, die Verantwortung zu übernehmen. Deinem Lower Self, diesem Ego-Self, was im Grunde genommen ein Sklave seiner Umstände ist. Das ist so dein versklavtes Ich, was gar keine freie Wahl hat, weil es immer nur dabei ist, die Bälle abzuwehren und deine Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, immer noch mal zu wiederholen mit den gleichen Gedanken, den gleichen Handlungen, den gleichen Erfahrungen. Und es geht darum, sich zu verabschieden von exakt diesem versklavten Ich. Und in dein Empowerment zu kommen und in deine Klarheit und für dich festzulegen, was es ist, was du willst, wie du dich fühlen möchtest, was für Erfahrungen du machen möchtest und diesen Weg dann zu gehen in voller Präsenz und in deiner Kraft und dann so ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Ganz gleich, was hier gerade im Außen an mich herangetragen wird. Ich gehe diesen Weg. Und durch diese Laserklarheit beginnen auch die Dinge, die du dir wünschst, die Partnerschaften, die du dir wünschst, die Beziehung zu deinen Kids, zu deiner Familie, die du dir wünschst, deine materiellen Ziele, deine Businessziele, die beginnen auch dir gegenüber eine Klarheit zu haben und dir gegenüber eine Sicherheit zu haben. Es ist nämlich ein Fehlgedanke, dass du dich auf diese Dinge alleine zubewegst. Im Universum ist alles immer eine Ko-Kreation. Du beginnst Sicherheit und Klarheit zu haben und deine Ziele beginnen Sicherheit und Klarheit zu haben und bewegen sich zeitgleich auf dich zu. Und dabei geht es nicht um deine Aktion, was du tagtäglich machst. Du kannst auch wahnsinnig beschäftigt sein und strugglen und dich überhaupt gar nicht in diese Richtung bewegen, weil deine Energie eine andere ist. Weil deine energetische Klarheit in dem Moment nicht da ist. Und darum geht es in meinen Räumen, wirklich dich auszurichten, dir absolute Klarheit zu verschaffen, was sich da in deinem Keller deines Unterbewusstseins befindet, damit es dich nicht mehr aus dem Off kontrollieren kann, diese Dinge an die Oberfläche zu holen und den Mut zu haben, die zu spüren. As simple as it sounds. Darum geht es. Und dich dann auszurichten und immer wieder auszurichten und deine Energie so groß zu machen, so klar. So liebend, so leidenschaftlich, so inspirierend, dass du quasi dieser Ripple wirst, den du in die Welt hinaustragen kannst. Und da schließt sich auch der Kreis wieder zu meiner Story von heute Morgen. Du wirst zu diesem Licht und kannst komplett anders dienen, weil du aus einer energetischen Klarheit und Fülle und Ausgerichtetheit herausdienst. Und nicht mehr aus so einem Wettlauf gegen so irgendjemand will mir gerade irgendwas Schlechtes. Und das ist ein Vibe, der nicht schön ist. Aber aus dem würde ich rauskriegen. Also, lovely. So schön, dass du bis jetzt dabei warst. Kommentiere sehr, sehr gerne, was du für dich hieraus mitgenommen hast. Und hab einen ganz wundervollen Montag.